wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir starten in den Tag 2. Karl-Heinz und ich sind schon da. Der Joachim Eisegger, ich habe den falschen Joachim eingeladen, den richtigen Joachim Niemeyer müssen wir noch einladen. Kommt dann auch gleich mit auf die Bühne. Den Joachim Heidegger nicht, den schmeißen wir wieder runter. Genau, zweimal auf den Moment. Über welchen Namen dann, ne? Ja, genau, einmal verklickt. Morgen. Hallo, guten Morgen. Also, los geht's in Tag 2. Wollen wir starten? Okay, also herzlich willkommen an alle. Es war ja gestern für manche ein langer Abend und ich bin jetzt gerade von Tisch zu Tisch gegangen. Gab schon verschiedene Berichte, was gestern gemacht wurde, von fachlichen Themen bis hin auch zu unterhaltsamen Themen. Wir müssen jetzt nach den ganzen Themen, die wir gestern mitgenommen haben, den ganzen Ideen, den ganzen Inputs, uns nochmal vielleicht neu konfigurieren für einen Barcamp-Tag. Wir haben heute 20 Sessions auf dem Plan. Die Sessions sind so entstanden, dass man die vorschlagen konnte und die wurden dann gevotet, bewertet. Und wir müssen jetzt einfach mal schauen, wie wir diese Themen durchbekommen. Wir haben 4 Runden geplant. Das heißt, wenn man 20 durch 5 teilt, 4 Runden, 3 Teile, sind es jeweils 5 Sessions, die parallel laufen. Man hat also schon eine gewisse Auswahl dazu. Und ich würde gleich gerne nochmal an den Karl-Heinz übergeben. Der Karl-Heinz ist für mich so der Mr. Barcamp. Ich weiß nicht, Karl-Heinz, ob du dich erinnerst, vor vielen Jahren waren wir mal gemeinsam bei einer Veranstaltung, bei einer E-Learning-Veranstaltung. Wir saßen auch nebeneinander. Wir kannten uns nur so mehr indirekt über Twitter, über andere Social-Media-Kanäle. Und nach dem zweiten oder dritten Vortrag war das Ganze für uns doch ein bisschen langweilig, weil die Vorträge haben immer so das Gleiche erzählt. Also sie würden E-Learning einführen und planen und ein Projekt machen und Kunden suchen. Und so richtig los ging es eigentlich bei den Unternehmen dann noch nicht. Und dann hast du in der Pause gesagt, ja, komm Joachim, wir gehen mal raus, wir suchen mal ein paar Menschen zusammen. Ich habe eine Idee, das habe ich mal gesehen. Lass uns das mal ausprobieren. Und dann sind wir mit ihr in den Garten rausgegangen. Das war sehr warm, sehr heiß, weiß ich noch. Und wir haben uns da eine Ecke gesetzt. Du hast 2 Gruppen gebildet und hast uns einfach diskutieren und arbeiten lassen. Und das war eine tolle Tagung, obwohl es vorher langweilig war, weil du einfach diese Initiative übernommen hast. Und seither bist du für mich der Mr. Barcamp. Und deswegen würde ich jetzt gerne an dich übergeben, dass du einfach nochmal erzählst, wie wir das Barcamp hier im Internet, im Neuland machen. Weil es ja schon ein paar wenige Besonderheiten gibt, die man im klassischen Barcamp im Vergleich jetzt hier nicht durchführen kann. Karl-Heinz. Schönen Dank für diese ganz nette Einstimmung. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt, aber schön, dass bei dir noch so positiv dasteht. Ja, Barcamp, ich glaube, ich muss nicht erzählen. Ich vermute mal, die allermeisten von euch haben schon Barcamp-Erfahrung. Das ist also ganz neu. Deshalb beschränke ich mich mal jetzt so auf die wesentlichen Grundlagen. Mach mal bitte mit, Joachim. Ja. Beschränke ich mich mal auf die wesentlichen Grundprinzipien von Barcamps. Und ich habe ja immer erklärt, ich glaube, die haben wir aus dem Internet entnommen, so im Sinne von, wenn man sich mal anguckt, in Fachforen diskutieren Leute jahrelang miteinander, ohne sich jemals gesehen zu haben. Und man merkt, da gibt es eine andere Kommunikationskultur. Und wenn man die mal analysiert, dann kommt man eigentlich auf 3 Grundprinzipien dabei. Und das erste Grundprinzip ist so diese absolute Freiwilligkeit. Also jeder entscheidet ganz frei, ob er in diesem Forum mitmacht. Er entscheidet frei, ob er nur mitliest oder ob er auch eigene Beiträge reinschreibt. Er kann auch frei entscheiden, ob er kommentiert oder sich wieder rausnimmt, mal eine Zeit lang und irgendwann wieder anfängt. So, diese Freiwilligkeit, die kriegen wir auch ganz gut beim Barcamp hin. Denn ihr seid heute vollkommen frei, euch zu überlegen, ob ihr in eine Session geht, in welche Session ihr geht. Und ob ihr in der Session nur zuhören wollt, ob ihr in der Session euch einbringen wollt. Und ihr seid auch so frei zu sagen, die Session geht jetzt in eine andere Richtung, als ich mir das unter dem Titel vorgestellt habe. Dann habt ihr eigentlich immer 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, sich so in die Diskussion einzubringen, dass die Session in die Richtung geht, die ihr euch interessiert. Und die andere Möglichkeit ist einfach zu denken, okay, die sind hier alle auf einem anderen Weg, ich stehe auf und gehe raus. Und dieses Aufstehen und Rausgehen ist ja hier online noch viel leichter. Es ist ja eigentlich nur ein Fingerzeig mit der Maus auf die nächste Session.
und geht einfach in die nächste Session. Also dieses persönliche Orientieren, also das Orientieren an euren eigenen Interessen, das ist eins der Grundprinzipien von Barcamps. Nutzt es auch. Geht davon aus, dass ihr schon wisst, was für euch richtig ist, und entscheidet damit, wie ihr die Agenda für euch heute am Tag gestaltet. So, das zweite Prinzip, ja, man kann es mit der Überschrift wertschätzender Umgang beschreiben. Dahinter steckt so die Idee, eigentlich jeder ist Experte aus seiner Sicht. Und dahinter steckt auch die Idee, dass es sehr viel klüger ist, sich verschiedene Perspektiven zu einem Thema anzuhören. Denn jeder Mensch hat einen anderen Standpunkt, und aus diesem Standpunkt sehen die Dinge mal ein bisschen anders aus. Und wir haben das Glück, wenn wir uns mit anderen Menschen so austauschen und zuhören und sagen, aha, so kann man das auch sehen. Das heißt nicht, dass man alles gleich übernehmen muss, aber es ist sehr viel leichter, wenn man die vielen Perspektiven zusammensetzt, sich so ein rundes Bild von einem Thema zu machen. Und Barcamps sind da eigentlich ideal, wenn man einfach sich vornimmt, wir müssen nicht alles ausdiskutieren. Es reicht, wenn auch unterschiedliche Meinungen im Raum stehen bleiben. Jeder kann sich dann so sein Bild machen. Und das ist so diese Art wertschätzender Umgang. Also wer was beiträgt, trägt es aus seiner Perspektive bei. Und eigentlich schätzen wir das. Wir wollen Diversity in Barcamps ganz bewusst. Deshalb, desto mehr unterschiedliche Leute da sind, desto interessanter werden eigentlich die Sessions. So, und der dritte, dieses dritte Prinzip ist so dieses gleiche Augenhöhe-Prinzip. Also es zählt hier nicht, ob jemand irgendeine Funktion hat. In den Fachforen ist es auch so, man weiß gar nicht, ob der andere ein Professor ist oder ob das ein Schüler ist. Das Einzige, was zählt, sind die Beiträge. So, und das ist bei uns hier auch so. Wir haben deshalb bei Barcamps schon ganz früh angefangen, uns beim Vornamen zu nennen und das Barcamp Du einzuführen. Hier in der Community ist das Du sowieso da. Insofern ist das schon geübt. Genau, hab das gestern schon geübt, ist das gar nicht so ein Problem. Ja, ansonsten, viel mehr Regeln gibt es gar nicht, aber eine ganz strenge Regel gibt es noch, und das ist die Einhaltung des Zeitplans. Desto strenger der Zeitplan eingehalten wird, desto mehr Freiheit hat man innen drin, hat mir mal ein Barcamp-Teilnehmer erzählt. Ich habe es am Anfang nicht so richtig verstanden. Heute bin ich fest davon überzeugt, so ein festes Zeitgerüst macht ganz viel aus, weil auch jeder weiß, ich muss auf den Punkt kommen. Wir haben nur eine Dreiviertelstunde. Also auch hier die Sessions sind genau 45 Minuten lang, und 45 sind keine 47 Minuten. Das hat auch damit zu tun, dass Barcamps zwei Ziele haben. Das eine Ziel ist immer dieser Austausch in der Session, und das zweite Ziel ist es so ein Kristallisationspunkt, um Netzwerke neu aufzubauen oder das eigene Netzwerk weiterhin zu pflegen. Und dafür braucht man auch Zeit, und dafür sind diese Pausen immer vorgesehen. Und bitte lasst euch die Pausenzeit. Also all die Sessiongeber, die heute eine Session veranstalten, achtet insbesondere auf ein pünktliches Anfangen und auf ein pünktliches Ende. Auch wenn ihr noch nicht ganz fertig sein solltet mit der Diskussion, was oft so ist, aber die Dreiviertelstunde ist wirklich eine Grenze. Und wenn ihr weitermachen wollt, verabredet euch an irgendeinem Tisch hinterher, wenn es notwendig ist. Ihr könnt auch da vollkommen freiwillig und selbstgesteuert agieren. So, das machen wir jetzt mit zwei Sessionrunden hintereinander. Joachim, du willst noch ein bisschen was erzählen, wo man die Sessions alle findet. Ja, vielleicht noch ein bisschen technische Orientierung. Der Session, vielleicht kann der Simon einfach nochmal für alle den Link entsprechend posten zum Programm. Wenn man die Session ausgesucht hat, dann geht es folgendermaßen weiter. Man klickt auf und kommt dann auf eine eigene Session-Seite. Bei der Session-Seite gibt es wiederum mehrere Links. Das heißt, jeder Vorschlag, jede Session hat mehrere Links. Ein Link, das ist der wichtigste, der führt zu einer MS Teams-Besprechung. Also dort, wo man sich dann unterhält, wo man sich austauschen kann, wo man was präsentieren kann. Und es gibt zwei Links jeweils zur Dokumentation, ein Muralboard und ein Pad. Und ich denke, am idealsten ist, wenn man es schafft, alle drei Dinge gleichzeitig zu bedienen. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass man erstmal in die Teams-Runde reinkommt. Die Besprechung
sollte dann eigentlich so gemacht werden, dass man vielleicht auch zu Beginn fragt, möchte jemand explizit eine Dokumentation übernehmen? Das wäre ganz ein guter Hinweis, weil wenn man das nicht fragt, dann schreiben alle erst lieber privat mit auf ihren Zetteln oder auf ihren Notizen, was natürlich ein bisschen unproduktiv ist, wenn jeder für sich die Notizen macht. Das kann man gemeinsam machen. Und Simon legt ja als Wissensmanagement-Experte großen Wert darauf, dass man einfach auch die ganzen Erfahrungen dokumentiert und mal nachlesen kann. Deswegen einfach nochmal die ganze Bitte, denkt dran, die Dokumentation anzugehen. Nach jeder Session gibt es wie in jedem Barcamp auch Pausen. Karl-Heinz hat ja gerade gesagt, 45 Minuten und dann ist gut. In der Pause treffen wir uns wieder hier in Remo. Wir wechseln dort und unterhält sich dann ganz normal weiter. Und in der zweiten Runde hat man dann eben wieder die gleiche Vorgehensweise. Man wählt sich die Session aus, geht auf die Session-Seite, nutzt den Teams-Link und dann kann es losgehen. Wir haben um 11.30 Uhr haben wir ein bisschen Zeit gelassen, einen Zeitslot. Das soll jetzt aber nicht dazu dienen, dass man lang spazieren geht oder weiß ich, mit dem Hund mal rausgeht. Das habt ihr hoffentlich alle schon gemacht. Sondern das ist Zeit für die persönliche Dokumentation. Also gestern haben ja auch schon sehr viele ihre Erwartungen an das All-Star-Camp auf Telegram gepostet. Und wir würden uns einfach freuen, wenn heute tatsächlich mal aus den Session ein paar Ideen rauskommen, ein paar Impulse, ein paar Sachen, was gut einem gefallen hat, sodass wir uns dann einfach auch mal ein Gesamtbild draus machen können. Also dann einfach vielleicht in der Pause nochmal kurz das Smartphone nehmen, Telegram nehmen und dort ein kleines persönliches Feedback geben, weil wir können ja nicht alle jetzt groß hier in der Runde interviewen. Normalerweise würde man vielleicht rumlaufen und das Mikrofon ins Publikum halten und möchte was sagen. Das müssen wir eigentlich erst setzen. Genau, 11.30 Uhr machen wir in Remo noch mal kurz die Bühne auf. Da wird der Stefan Diebolder vom Content Curation Team so kurz erzählen. Die haben sich was überlegt, wie man jetzt so die größten Aha-Momente in so einer Content-Kuration sammeln kann, auch mit einem Etherpad und einem Wakelet-Board. Also da gibt es noch mal 5 Minuten Intro, dann 11.30 bis 11.35. Okay. Vielleicht noch einen Satz zu den Teams-Konferenzen. Also Bianca hatte schon gefragt, ob die Links im Programm sind. Ja, im Programm, hat der Joachim gesagt, sind alle Session-Seiten verlinkt. Wenn ihr auf die Teams-Konferenzen die muss voraussichtlich erstmal jemand von uns aufmachen. Der Benedikt Scherer, der hier sitzt, der macht immer am Anfang von der Session-Runde, läuft er einmal durch alle Räume, eröffnet die sozusagen und startet da das Recording. Wir würden alle Sessions aufzeichnen, aber noch nicht direkt veröffentlichen. Das heißt, hinterher fragt man die Session-Owner nochmal, ob das okay ist, dass wir die Aufzeichnung veröffentlichen, ob vielleicht irgendein Teil geschnitten werden muss. Aber wir gucken, dass wir so viel wie möglich eben auch per Video einfangen. Und wer spazieren gehen will, Joachim, und dabei einen Podcast macht zur Dokumentation, das geht ja mittlerweile mobil auch ganz gut. Das kann man natürlich auch machen in der Zeit ab 11.30 Uhr. Okay. Ja, dann würden wir die Session-Owner mal holen. Dann holen wir die Session-Owner auf die Bühne, ja. Genau. Also dann würde ich jetzt erstmal die zwei Stiegers, den Clemens und den Florian, wir gehen einfach den Sessionplan mal zeilenweise durch. Also macht euch da schon mal bereit. Ihr kriegt jetzt gleich Einladungen. Einfach, ihr seht ja selber die Uhr, dass wir so in 10 Minuten durch sind mit 10 Sessions. Also hat jeder eine Minute ungefähr Zeit, kurz zu erzählen. Erste Session ist Implementierung von LernOS in Unternehmen, Erfahrungsbericht und Austausch. Ja. Vielleicht an der Stelle noch, ihr habt ja mitbekommen, hier sind die Sessions alle schon vorher abgefragt worden. Beim normalen Barcamp würde man jetzt hier die Schlange derer sehen, die eine Session vorschlagen wollen. Wichtig ist, ihr, die ihr jetzt die Session vorschlagt, maximal 3 Sätze, damit wir uns ein bisschen vorstellen können, was passiert in der Session, aber nicht gleich die Session vorwegnehmen. Ne? Okay. Eure Bühne. Sind wir ein bisschen überfordert, gleich die allerersten hier, die sprechen müssen. Bei uns geht es um Anwendungen in der LernOS oder ähnlichen Formen in Organisationen. Wir wollen gerne unsere eigenen Erfahrungen hier austauschen und auch selber noch was lernen. Alles klar, perfekt. Danke euch. Dann haben wir als nächstes LernOS Lernpfad für Product Owner, der Silvio Corti und der Oliver Fischer. Oliver, ich höre dich noch nicht. Schalten noch. Ja. Nee. Jetzt wieder nicht. Kurz war. Jetzt wieder ja. Unten schauen. Nee. Silvio, wie ist bei dir?
auch nicht, das wäre interessant. Hallo, hört ihr mich jetzt? Jetzt, ja. Ich war schon parallel in der Teams-Session, das ist das Problem. Ja, guten Morgen. Der Silvio und ich wollen uns die Zeit nehmen, euch unsere Erfahrungen mit dem Product Owner Lernpfad vorzustellen, den wir bei der LV ursprünglich entwickelt haben und den der Silvio bei der Helsana inzwischen auch einführt. Und wir freuen uns auf einen Erfahrungsaustausch mit allen. Exzellent. Super. Silvio, noch Ergänzung? Also auch das Mikro aus oder auch in der Teams-Session parallel. Karl-Heinz hat es ja im Chat gepostet. Euer Betriebssystem schnappt sich immer Kamera und Mikrofon. Das heißt, in zwei Videokonferenzen zeitgleich ist schwierig. Aber ich denke, es reicht für eure Session. Vielen Dank euch. Dann habe ich den Moritz eingeladen. Microlearning, damit Lerninhalte hängen bleiben. Ja, hi. Ich hatte gestern ja schon ein bisschen Input gegeben zum Thema Microlearning. Und da möchte ich heute in der Session aufbauen. Dazu werde ich das Muralboard hauptsächlich verwenden und würde mich natürlich freuen, wenn ihr aktiv mitarbeitet. Zu Beginn gibt es eine kleine Einführung in Mural, dann werde ich eine kurze Input-Wiederholung geben zum Thema Microlearning, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Und dann stelle ich euch vier verschiedene Microlearnings, die ich selbst entwickelt und angewandt habe, zur Auswahl. Dann könnt ihr entscheiden, worüber ihr mehr erfahren wollt. Und im Anschluss würde ich gemeinsam gerne mit euch erarbeiten, was ein gutes Microlearning ausmacht und was eventuell gute Microlearnings sein könnten, die man in seinem Unternehmen oder wo auch immer einsetzen kann. Dankeschön. Danke dir. Dann haben wir als nächstes den Thilo vom Ruderer zum Bodenturner, aber du hast, glaube ich, gestern nochmal den Bodenturner ausgetauscht durch eine andere Sportart. Nein, die Frage ist ja genau, vom Ruderer zum Bodenturner oder doch vom Ruderer zum Volleyballer. Ich setze genau auf dem Inspiration Talk von der Maria gestern. Ich kümmere mich um das Thema New Skilling und mich interessiert, oder ich möchte euch gerne zeigen, wie kommen wir drauf, welche Skills in der Organisation tatsächlich benötigt werden. Und ich möchte gerne mit euch in Austausch kommen, welche Ideen habt ihr denn noch, wie macht ihr das denn? Weil ich glaube, wir haben da noch einen richtigen Weg zu gehen und da methodisch richtig dran zu gehen. Ich gebe euch eine Inspiration kurz rein, wie wir das machen und freue mich dann über einen tollen Austausch und hoffentlich ein paar gemeinsame Dinge, die wir gemeinsam entwickeln, gerne auch im Nachgang. Sehr gut, danke dir. Okay. Dann der nächste, das ist dann schon Session Runde 2, da bin ich selber, die Session LernOS für dich als Open-Source-Alternative zu den Wall-Guides. Wir hatten ja bisher die komfortable Situation, dass durch Wall-Circle uns ganz viele Neulinge in die Praktika-Community gespült worden sind, die einfach mit Circlen schon viel Erfahrung hatten. Im LernOS-Circle war meistens irgendwie einer, der schon Wall kannte und da viel von der Mechanik erklären konnte. Mit den neuen Nutzungsbedingungen ist so zu erwarten, dass da der Nachschub vielleicht ein bisschen weniger wird. Und die Endanwenderfreundlichkeit von den LernOS-Guides ist noch nicht so doll. Das heißt, in der Session werden wir mal entlang von dem AIDA-Modell, so ein typische, eigentlich kommt es aus dem Vertrieb, aber uns geht es eher darum, wie bringt man das Thema in die Breite, mal analysieren, was für Maßnahmen wir machen müssten, um eben LernOS für dich endanwenderfreundlicher zu machen. Das in der Session arbeiten wir auch mit dem Mural hauptsächlich, mit dem Mural Whiteboard. So, dann habe ich hier stehen das Sketchnoting, Lern auf Sketchnoting Guide. Da steht das ganze Team. Ich würde mal stellvertretend den Karl einladen. Falls der noch jemand anders auf die Bühne braucht, soll er uns das gleich sagen. Da würde die neue Version und Learnings aus dem Entwicklungsprozess vorgestellt werden. Also denke ich, beides sehr spannend. Wozu? Da ist der Karl mit einem T-Shirt. Servus. Moin. Holst du mal Cutter Blue mit rein und das ist hier Retro. Ja. Also ich weiß ja nicht, was ihr alle bei diesem All-Star-Camp macht, ja, aber die Farbe ist einfach, gefällt mir besser. Zurück auf die Vergangenheit. So, und Herr Blum hat die Einladung. Super, und im Chat lese ich, dass du Sven vergessen hast und seine Session. Sven nochmal nachholen. Ah, stimmt, ja, das machen wir gleich. Ich habe hier nur die... Ja. Alles klar. Super. Wir sind heute zu fünft in der Session, fast das komplette Autorinnen-Team des Sketchnoting Guides. Und Katha, was machen wir? Wir erzählen euch, wie wir dazu gekommen sind, den Guide, den es schon gibt, der schon großartig war, noch großartiger zu machen und zu überarbeiten. Was wir alles genutzt haben, wie so unsere Learnings genau aus dem ersten Pfad, aus dem ersten Lernpfad waren, aber auch was wir gelernt haben, während wir diesen Guide überarbeitet haben. Und wir haben uns ja vor anderthalb Wochen spontan dazu entschieden, tatsächlich die Version 1.0 rauszuhauen. Und parallel zu diesem Camp bilden sich schon Circle. Also wollt ihr Leute finden, die aus Sketchnotes lernen oder verbessern wollen, kommt zu uns.
Das heißt, wir sprechen nicht so intensiv über das, was in dem Guide steht, sondern eher über den Prozess. Ja, aber auch eine tolle Möglichkeit für euch, Circle zu bilden, und dann kommt einfach aus beiden Gründen in diese Session. Ich noch eine Ebene. So, dann holen wir nach, was wir versäumt haben. Den Sven habe ich eingeladen mit der Session Künstliche Intelligenz beim Lernen nutzen. Da ist er. Mit einem Custom-Shirt, sehr cool. Genau, Custom-Shirt. Ja, ich hätte gestern zur Session eingeleitet, was wir machen wollen in unserer Session. Es geht um künstliche Intelligenz lernen zu nutzen. Wir machen kurz mal ein paar Basics. Was ist künstliche Intelligenz? Dass es auch keine gute künstliche Intelligenz gibt. Dann überlegen wir uns, welche Daten sind denn relevant für das Lernen. Und dann überlegen wir uns tatsächlich, wie können wir das in Einsatz bringen, sowohl vorne im Training, gestern schon mal erwähnt habe, im Monkey Talk. Aber noch viel, viel interessanter natürlich den Performance-Support tatsächlich im täglichen Arbeiten und Leben. Also wie kann ich auch künstliche Intelligenz einsetzen? Ich freue mich auf jeden Fall auch. Mein Monolog wird maximal 10, 15 Minuten sein und dann brauche ich einen ganz starken interaktiven Austausch. Und dann glaube ich, kann man nach 45 Minuten ein paar coole Ideen, was wir in den nächsten Monaten umsetzen können. Genau, für den Monolog vielleicht irgendwie noch ein Headset organisieren, war so ein bisschen dumpf zu verstehen gerade. Aber wird bestimmt auch eine coole Session. Danke dir. Dann gucke ich in die Liste. Den Simon Bock habe ich eingeladen mit OKRs, Strukturen schaffen für die kontinuierliche Lernorientierung. Schauen wir mal, ob der Simon kommt. Ansonsten wird mal eins weiterspringen. Wenn nicht, so wäre der Markus Lecke. Dann laden wir erstmal den Markus noch ein. So, okay, also Simon Bock springen wir einmal drüber. Markus Lecke, YouLearn auf dem Weg zu einer neuen Lernkultur. Die sind alle schon in ihren Teams-Räumen, ne? Echt? Ich vermute mal. Ich habe noch Zeit. Schauen wir parallel noch nach dem Lukas, Create Your Own App. Da könnt ihr eure eigene App bauen. Lukas Hüller kriegt auch eine Einladung. Also Simon Bock, Markus Lücke oder Lukas Hüller. Der Lukas ist da. Perfekt. Ich hoffe, ihr hört mich. Ja, das sollte passen. Sehr gut. Also genau, bei mir geht es darum, wie ihr oder wie wir gemeinsam eure erste eigene App bauen. Wir haben 45 Minuten und ich habe das bisher auch immer in der Zeit geschafft. Das heißt, ist bei uns, bei mir geht sozusagen relativ praktisch gleich los. Wir werden gemeinsam an eurer ersten eigenen App entwickeln. Wir können dort schauen, worauf wollen wir uns vielleicht spezialisieren, was wollen wir dort mit reinbringen, und am Ende der 45 Minuten hat jeder, egal ob er ein iOS-Gerät oder ein Android-Gerät hat, seine erste eigene App auf dem Handy. Das ist unser Ziel. Sehr cool. Das sind die Grundsteine für eine eigene LernOS-App. Super. Alles klar. Danke dir. Dann würde ich sagen, sind wir pünktlich in der Zeit. 7 Minuten ist noch, bis die Session starten. Genau, die Zeit braucht ihr auch noch so. Testet eure Mikrofone und seht, ob alles funktioniert in den Teams-Kanälen. Sucht euch den richtigen Kanal aus, also die richtige Session jetzt. Und denkt dran, wir machen das Gleiche nochmal für die Nachmittags-Sessions heute. Und das ist um 13.15 Uhr, müssen wir wieder hier sein. Aber vorher sind wir noch da. 11.30 Uhr. 11.30 zum Thema Dokumentation und hören uns auch nochmal den Stefan an. Genau. So, dann wünsche ich euch jetzt ganz viele interessante Gespräche, neue Eindrücke und ja, vielleicht viele Vereinbarungen, etwas gemeinsam in Zukunft zu machen. Genau. Wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt mit den Teams-Konferenzen, einfach im Telegram-Chat Benedikt Scherer anchatten. Der guckt dann, dass er euch helfen kann und hat die richtigen Ansprechpartner. Also falls irgendwas schief geht, einfach melden. In 5 Minuten geht's los. Viel Spaß. Vielleicht noch ein Punkt, wenn jemand eine Session länger machen möchte. Jederzeit kann man ja auf Remo zurück und dort in einer kleinen Gruppe sich zusammensetzen und treffen. Also die Möglichkeit hat man natürlich genauso. Unterhalb vom Programm haben wir die Überschrift angelegt, selbstorganisierte Sessions. Also wenn ihr in irgendeiner Runde sagt, da ist jetzt nichts dabei für uns, könnt ihr da gerne was anbieten, schreibt da was rein, wo ihr euch trefft. Remo ist den ganzen Tag offen, kündigt es vielleicht auf Telegram an, dass es die Leute mitbekommen, und dann könnt ihr gerne in kleiner Runde auch da Themen machen. Müsst halt dann denken, Remo ist das Limit 6 Personen. Vielleicht doch noch ein letzter Hinweis. Denke mal dran, Remo sind wir eigentlich den ganzen Tag. Das ist so unser Flur, unsere Pausenecke und so. Also immer, wenn ihr rausgeht aus Teams, geht sofort wieder in Remo rein. Ihr könnt nur immer in einem sein. So ist es, ja. Alles klar, dann bis 11.30 Uhr.
Ja, dann herzlich willkommen wieder nach dem Mittagessen. Ich habe eben mal so ein bisschen geguckt. Viele saßen an ihren Plätzen, sahen aber aus, als wenn sie da so ein bisschen Mittagsschlaf gemacht haben. Ich hoffe, ihr seid wieder wach in der Zwischenzeit. Wir haben jetzt das Nachmittagsprogramm, wieder 10 Barcamp-Sessions. Und ich würde jetzt gerne wieder all die hören, die jetzt eine Session vorbereitet haben, dass Sie ganz kurz uns wieder in maximal 3 Sätzen sagen, worum geht's eigentlich in der Session. Vielleicht fangen wir mit Shakil Awan an. Den habe ich gerade schon gesucht, der ist aber nicht in der Teilnehmerliste. Falls irgendjemand sonst die Session vorstellt, einfach melden. Ich würde sonst die Silvia Shorter mit der Expert-Debriefing-Session als erstes holen. Wenn der Shakil noch nachkommt, dann einfach rühren bei uns. Also Silvia bekommt die Einladung. Ja, hallo. Ja, dann bist du dran, genau. Dann hört ihr mich, ist alles gut, dann alles klar. Super, ich würde gerne heute Nachmittag für 45 Minuten Expert Debriefing ein bisschen vorstellen für die Leute, die es noch nicht kennen und für die Leute, die schon Erfahrung damit gesammelt haben, so Best Practice aus Online und On-Site. Online nimmt immer mehr an Bedeutung zu. Ein bisschen vorstellen, mit euch austauschen, was habt ihr für Erfahrungen gemacht, was habt ihr für Fragen dazu. Grundlage unserer Diskussion ist der Leitfaden des Expert Debriefings aus dem LernOS. Ja, wunderbar. Und ich sehe, Simon Dückert wird auch dabei sein. Genau. Danke dir. Rebecca Henkelmann. Raus auf den Autopilot, Mindfulness. Genau. In der Session geht es um Mindfulness und Lernen und wir steigen noch mal ein bisschen ein in die Neurowissenschaften, also ein kleiner Ausflug in die Gehirnforschung und Lernen und werden dann aber auch raus aus dem Kopf gehen und ein paar Übungen einfach mal ausprobieren, dass ihr dann Vorgeschmack bekommt und genauer uns einen Prozess ansehen nach Erfahrungslernen von Rick Hansen. Der ist Heal, Have, Enrich, Absorb und Link und freue mich, wenn ihr dabei seid. Ja, okay, gut. Raus aus dem Kopf, wunderbar. Ja. Dann holen wir den Jörg Weisner auf die Bühne. LernOS versus Old Habits. Da hatten wir ja gestern schon den Weiter Lightning Talk. Jörg, bist du? Da kommt ja. Er. Hi. Ja. Hi. Wer von euch hat sich schon mal gewünscht, mehr Selbstdisziplin zu haben? Vielleicht, weil sich zu Silvester was vorgenommen hat und das dann doch nicht erreicht hat. Darum geht es in meiner Session und das zu kombinieren mit LernOS. Ich glaube, da sind super Ansatzmöglichkeiten, um das so zu kombinieren, dass ihr mehr aus euren Gewohnheiten erreichen könnt. Wer Lust hat, herzlich eingeladen. Gut, ja. Wunderbar. Daneben Matthias. Ja, Matthias Frielingsdorf, glaube ich. Den habe ich aber in der Teilnehmerliste auch noch nicht gesehen. Ich glaube, der kommt auch direkt in die Session, weil der jetzt nur für die Session dabei ist. Also da geht es um eine Guided-Tour durch das Darknet. Und zwar ist das so der Teil des Internets, der in so einem Zwiebelprinzip versteckt ist, wo auch teilweise eine oder andere kriminelle Machenschaft stattfindet, wo man Tor-Browser braucht, um reinzugehen. Und da macht er mal eine Tour durch. Also wer in Tor und im Darknet noch nie unterwegs war, ist das sicher auch interessant. Ja, also gestern Abend in den Gesprächen habe ich gehört, das muss wohl heute die interessanteste Session sein, denn alle haben davon gesprochen. Alles klar. Ja, okay. Sehr gut. Dann hole ich mal den Achim auf die Bühne. Da gibt es die Session Lerner als Community Management Guide weiterentwickeln. Grüß dich, Achim. Ja, hallo. Genau, es geht um Community Management und da gibt es einen ganz tollen Guide dazu, der 2014, schlag mich, mit ein paar Unternehmen ganz tolle Schätze schon produziert hat. Also ihr könnt den dort kennenlernen in der Session, aber natürlich dann auch, also Simon stellt ihn dann vor, weil der weiß da am besten Bescheid. Und dann können wir aber auch gemeinsam überlegen, wie wir den noch weiterentwickeln können. Also bringt eure Themen mit, die euch unter den Nägeln brennen und dann gibt es eine spannende Session. Exzellent, danke dir. Der arme Simon, der muss ja in jeder Session hier dabei sein. So, dann Marcel Kirchner und Stefan Diepolder. Ja, könnt ihr mich hören? Ja. Super. Ja, wir werden euch aufbauend auf dem Ignite-Talk von gestern mal einen der beiden Leitfäden, die wir geplant haben, zu sehr zeitnah zu veröffentlichen, genauer vorstellen. Wollen euer Bild da auch bekommen. Was haltet ihr von ePortfolio Learning? Habt ihr überhaupt schon mal das Wort gehört? Was bedeutet das? Und auch mal exklusive Einblicke schon bekommen in unser OneNote
Und dann, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht mit dem ganzen Thema. Danke euch. Sehr schön. Klingt spannend. So, und der nächste ist eigentlich Harald Schirmer, der aber im Moment noch in einem Call woanders ist. Und der hat uns aber was hinterlassen. Genau, also der hat uns einen kleinen Videospiel-Einspieler hinterlassen und stellt jetzt seine Session vor. Moment. Buka Rockers, Organisationsrebellen, Wirkung, Mut, Respekt und Sicherheit. Darum geht es bei mir in der Session. Ich lade euch ein, um 14.45 Uhr zu mir zu kommen. Lasst uns darüber diskutieren. Was ist notwendig, um den Mut aufzubringen? Wie kriege ich Sicherheit über Transparenz zum Beispiel, wenn ich Dinge tue, die in dem Organisationsumfeld nicht üblich sind, sich das Immunsystem wehrt? Was kann ich tun bis hin zu Compliance-Anzeigen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Ich erzähle euch ein bisschen, was mir alles bisher passiert ist und wie ich damit umgegangen bin. Und würde mich natürlich auch sehr freuen, von euch zu hören, was klappt nicht. Lasst uns das zusammenfassen, dass wir wirklich den Leuten, die da draußen sind, und es sind sehr, sehr viele, die sich noch nicht so trauen oder die denken, ah, was kann ich schon allein bewirken? Lasst uns denen Mut reden, lasst uns da zusammenarbeiten und das gemeinsam machen. Wir werden auch noch, weil das oft gewünscht worden ist, das Thema Spiral Dynamics nochmal anschauen, weil das auch damit viel zu tun hat zum Thema Stakeholder Management. Wie gehe ich denn mit bestimmten Personen um, die im Unternehmen das Sagen haben oder auch entsprechend ein Hebel für mich sein können? Wir schauen uns auch an, wie ich extern etwas tun kann, was nach innen wirkt, um dazu das Thema Respekt oder das Thema Wirkung auch nochmal genauer anzuschauen. Ich freue mich auf die Session. Sorry, dass ich nicht jetzt live quasi dabei sein kann. Ich habe einfach noch einen zweiten Termin in der Firma. Aber zur Session bin ich da natürlich mit voller Energie und großer Freude mit euch da am Werken. Ja, ist schon faszinierend, dass der Harald sich immer was Neues einfallen lässt. Gestern mit seiner stilisierten Video über seinem Gesicht und heute mal in Schwarz-Weiß. Vor allem, wenn er nicht gesagt hätte, dass er nicht live dabei ist, hätte es doch keiner gemerkt. Ja, ja, genau. So, nächste Thema Lean Coffee. Frank Gehrig. Ja, nach dem Camp ist vor dem Camp. Und Lean Coffee ist ein Format, was eine Stunde lang dauert und ganz viele Elemente vom Barcamp, das ist da einfach drin. Und ich stelle es vor, anhand eines Konzeptboards, strukturiert, und dann moderieren wir was und dann haben wir 1, 2, 3 Themen noch in dem Camp drin. Alles klar, danke dir. Dann muss ich mich hier ein bisschen beeilen. Da gibt es 3 Leute mit der Session. Ich lade euch mal alle ein, dann können wir gucken. Genau, Johanna Brühl, Silvia Schorter und Hannes Kropf. Ja, soll ich schon mal anfangen? Ja, wir haben uns zu dritt in einem LernOS-Zirkel getroffen und sind jetzt digital wirksam, die Gruppe. Und wir wollen, dass die Weisheit der Gruppe nutzen. Und vielleicht will jetzt Silvia oder Hannes weiter darüber sprechen, was wir vorhaben. Ja, wir haben uns halt einfach überlegt, dass ganz viele Leute ganz viele Erfahrungen gemacht haben und wir die Schwarmintelligenz nutzen wollen in dieser letzten Session. Noch ein letztes Aufbäumen, bevor wir alle lautlos zusammenbrechen. Macht uns den ganzen Tag. Ja, und euer Titel war Do's und Don'ts im digitalen Workshop, richtig? Genau, ja. Und da haben die beiden Frauen alles gesagt, da brauche ich gar nichts mehr hinzufügen. Alles klar. Gut, ja, damit habt ihr jetzt wieder so einen Überblick, was für euch am interessantesten sein könnte. Für all diejenigen, die nicht so richtig wissen, wo sie hingehen sollen, bei Barcamps empfiehlt man immer, geht in die Session, wo ihr euch am wenigsten darunter vorstellen könnt. Das ist immer am überraschendsten. Und denkt dran, um 15.30 Uhr wieder hier online zu sein. Aber ihr seid die ganze Zeit ja online. Wir wollen dann gleich den Abschluss machen. Genau, wenn ihr zwischendrin Aha-Momente habt, gerne ins Aha-Momente-Pad. Ansonsten viel Spaß in der zweiten Sessionrunde, viel Spaß dann auch in der Pause in Remo und wir sehen uns wieder 15.30 Uhr. Bis nachher, ciao. Ciao.